Für unser Projekt wollen wir zwei Bilder haben, die bis zu 6 Meter voneinander entfernt sind. Dies könnte mit einer Kamera, die Zentraleinheit, und zwei unabhängig voneinander positionierbaren Bildsensoren durchführen. Die Abstände jeweils von der Zentraleinheit bis zum Bildsensor können bis zu 3 Meter betragen. Das trifft in der Produktion zum Beispiel einen Maschinen-Ein- und Auslauf zu, wo ich den Einlauf praktisch mit einem Objektiv nehmen kann und den Auslauf mit einem zweiten. Hier ist die Möglichkeit, auch ein anderes Objektiv zu verwenden. Man sieht jetzt hier eine Kuppel vorne dran. Das heißt, dieses Objektiv, was hier eingebaut ist in dem Bildsensor, hat eine Möglichkeit von 180 Grad Öffnungswinkel, also halbkugelförmig vor dem Objektiv. Bei dem anderen haben wir eine andere Brennweite, da ist ein anderes Objektiv drin. Das kann ungefähr zwischen 15 Grad Öffnungswinkel, also einen sehr schmalen Bereich, und einem breiten Bereich von 100 Grad. Montieren könnte man das Ganze jetzt in einem Montagehalter, der dann an der Wand befestigt wird oder an der Maschine und dann frei drehbar ist. Wir sehen hier, man könnte es hier drehen und wir haben die Möglichkeit, es auch hinten zu drehen. Den Bildsensor dann hier einsetzen. Kabel nach hinten ausführen. Die Größe des Bildes kann man Touchpanel oder Maus anpassen. Ich mache jetzt mal beispielsweise mit der Maus Bildgröße auswählen, auf Auflösung gehen. Hier kommt die Auflösung. Und ich gehe jetzt mal auf volle Auflösung, einfach um zu zeigen, welche Auflösung mit dieser Kamera möglich ist. So, das ist jetzt die volle Bildauflösung, die die Kamera kann. Jetzt gehen wir mal in die Mitte von dem Bild. Hier haben wir eine 360-Grad-Kamera, die also nach unten montiert die Anhängerkupplung zeigt und hier sogar noch rückwärts geht, um das eine Teil vom Rad, das linke Rad, und hier das Profil des rechten Rades zeigt. Bis zu dieser Auflösung kann nachher gezoomt werden, um ohne Qualitätsverlust im Bild zu erzeugen. Ich gehe hier wieder zurück auf die Bildschirmauflösung 800x600 und da müssten jetzt beide Bilder wieder dargestellt werden. Das bedingt aber zum Ansehen auch einen quer liegenden Monitor, Querformat. An manchen Punkten können wir dieses Querformat aber auch nicht einsetzen. Wenn ich jetzt das drehen würde, dann hätten wir hier nur einen schmalen Bereich des Monitors ausgelegt. Wir wollen aber die volle Bildauflösung haben, also müssen wir den Monitor drehen. Gehe ich über Einstellungen. Und hier haben wir Anzeige anpassen, Querformat, Hochformat gedreht, da wollen wir hin. Und wir müssen hier auf Anwenden gehen, sonst springt er zurück. So, jetzt wurde die Kamera gedreht. Natürlich wenig Sinn, da wir ja hier nur einen Teil des Bildes jeweils dargestellt bekommen. Wir wollen ja einmal ein großes Bild oben und das zweite Bild nach unten hingeschoben haben. Das geht aber in dem Browser jetzt nicht. In dieser Ansicht haben wir hier
Live-Bild oben, Live-Bild unten von der rechten Kamera und haben unteren Bereich archivierten Bilder, die entstanden sind, als sich Bewegungen in diesem Alarmfeldern aufgetreten sind. Wir ganz unten haben wir verschiedene Ansichten, die wir hier auswählen können. Wenn ich die mal anklicke, haben wir jetzt hier die Playback-Einfahrt. Der muss jetzt etwas laden, weil wir sind jetzt per LTE, also für Funkanbindung, mit der Kamera verbunden. Das ist dann die Playback-Einfahrt und hätte dann hier in diesem Bereich die Möglichkeit, das zu bedienen. Auch hier unten meine Bedieneinheit. Ein Bild nach hinten springen, rückwärts laufen, vorwärts laufen, ein Bild nach vorne springen und hier kann ich die Geschwindigkeit definieren. Hier geht es nochmal zurück zur Live-Ansicht. Wird gleich wieder ein Fahrzeug hier oben vorbeifahren sehen. So. Die Geschwindigkeit der Fahrzeuge hier, dass die nicht flüssig laufen, liegt daran, dass die LTE-Verbindung auf großes Bild eingestellt ist und hier wir nicht den Wert drauf gelegt haben, hohe Bildfrequenzen zu bekommen. Wenn jetzt eine Auswertung stattfinden soll, von diesem Fahrzeug hier, wenn wir das machen wollten, müssten wir in diesem Bereich ein Feld definieren. Und wenn jetzt ein Fahrzeug durch dieses ähnliche gestrichelte Feld hier durchfahren würde, würde das gespeichert. Ich springe jetzt mal zurück in ein Alarmbilder, wo sich in diesem Bereich hier was bewegt hat. Das können wir hier unten sehen. Hier ist zum Beispiel ein Fahrzeug reingekommen. Man sieht es da. Ich möchte aber jetzt nicht das Bild dargestellt haben, sondern ich möchte jetzt das abspielen. Und dann habe ich hier verschiedene Möglichkeiten. So, dann gehe ich jetzt auf den Player. Playback Einfahrt nennt sich das. Jetzt dauert seine Zeit, die Kamera oder diese Darstellung jetzt hier greift per Fernwartung auf die Kamera zu und holt von dort, von der SD-Karte, die dort gespeicherten Bilder. So, ich könnte jetzt, sehe ich das Bild, ich habe hier die Größe ändern, indem ich einfach mit dem Plus verziehe, kann mir dann mein Bild dorthin schieben, wo ich möchte, mit dem Finger verschieben. Noch größer gehen. Das macht in dem Fall jetzt vielleicht einen Sinn, um hier oben, ich gehe weiter hoch jetzt auf unser Schild. Ah, da hinten ist noch jemand gekommen. So. Das wäre die maximale Vergrößerung, die ich machen könnte. Hier zum Das Bild jetzt hier ist gespeichert in der maximalen Auflösung und es macht ja nur einen Sinn, die maximale Auflösung zu verwenden, um als Archivbild nachzusehen, was ist denn wirklich passiert, welches Fahrzeugkennzeichen hat der, ist da irgendwie in der Maschine ein Fehler entstanden, dann wähle ich dieses Archivbild und kann mir ansehen, was hier in diesem Bereich geschehen ist und kann das nachverfolgen. Wir können aber auch jetzt weiterblättern, uns einen anderen Bereich raussuchen und sehen, wann der gekommen ist. In diesem Bereich wird das Datum dargestellt und wir können auch das Datum anklicken und dann uns hier über die Maus oder Tastatur die Zeiten einstellen. Wenn ich das jetzt nicht mache,
kann ich über mein Datum gehen. Welche Zeitbereiche, heute, gestern, wann, wie lang soll die Zeitleiste werden? Dann könnte ich jetzt heute einstellen. Dann werden wir hier die Zeitleiste auf heute definieren. Und kann mir heute meine Uhrzeit hier aussuchen, wann die Ereignisse geschehen sind, und habe hier die Möglichkeit, auf Uhrzeit zu springen. Sie haben gesehen, es geht hier direkt, wird übernommen. Hier habe ich jetzt 14.25 Uhr. Wenn ich loslasse, komme ich hier auf 13.42 Uhr. Das heißt, er springt auf die letzte Aktion, die vor dieser eingestellten Zeit gewesen ist. Wir haben ja hier als Alarmmeldung gegeben, wir haben ja keine fortlaufenden Ereignisse, sondern nur, wenn sich in dem Bereich dieser Kamera etwas bewegt hat. Wir haben so die Möglichkeit, aus einem gemeinsamen Bild, der Grid-Darstellung, eine Kamera, zwei Bildsensoren, eins oben, eins unten, als Live-Bild, als Übersichtsbild hier unten die Alarme, die dann hier unten auch in der Zeit dargestellt werden, die nur seitlich verschieben kann. Wir haben jetzt hier Nacht einen Blitz oder hier tagsüber Alarmbilder in dem Bereich der Kamera Bewegungen erfolgt sind. Will ich jetzt einzelne Bilder hier ansehen, klicken wir auf die Alarmbilder hier, auf das Playback, die Ansicht, Playback. Und es wird uns die Bilder geladen und das Bild dargestellt. Dann wäre jetzt hier ein Lieferwagen, der sichtbar wäre, wenn der reingefahren ist. Klicken wir den mal an, dann sehen wir hier, aha, Lieferwagen reingefahren. In diesem Bereich der Kamera hat sich nichts bewegt. Es interessiert uns nicht. Ich gehe einfach zurück und möchte die Darstellung haben mit einem einzigen, also nur mit dem Lieferwagen, mit der rechten Seite. Er sucht sich jetzt hier aus diesen Daten den Lieferwagen raus. Wir haben hier eine langsame Bildfrequenz. Alle 6 Sekunden ein Bild. Das reicht für diesen Zweck völlig aus. Ich kann damit die Speicherkapazität erhöhen. Es geht mehr in die Dämmerung rein. Die Belichtungszeit, die in diesem Live-Bild stattfindet, Sie sehen wir gleich, das Bild wird leicht grieselig. Es ist draußen schon, ja, es ist eigentlich dunkel draußen. Sie sehen, die Fahrzeuge fahren mit Licht, Sie sehen die Scheinwerfer vorne leuchten und die Bewegungsunschärfe, das heißt, die Belichtungszeit ist hier zu lang eingestellt, um eine schnelle Bewegung erkennen zu können. Wir sehen hier, der Monitor ist ein Touchscreen. Er könnte arbeiten in der Zoom-Funktion mit verschiedenen Fingern. Es geht auch etwas. Aber das Programm selber ist nicht dafür ausgelegt, um Touchscreen in mehr Fingersystemen zu arbeiten.